Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Es ist endlich wieder soweit. Wartturnier! Nachdem es sich diesen Monat nochmal verschoben hatte, weil wir das neue Event, die Sturmprüfung, dazu bekommen haben. Ah, ich kann es schon kaum abwarten. Aber bevor es losgeht, werde ich noch eine... Ah, ich muss hier gar nichts weiter einstellen. Denn an erster Stelle muss natürlich Hector stehen. Eigentlich habe ich da lieber meinen Bunnychrome. Aber jetzt fürs Wahlturnier ist natürlich klar, wenn der erste Charakter immer gewählt wird, dann sollt ihr mit meinem Hector spielen können und er hoffentlich so manche Last euch aus dem Weg hauen. So, hier nochmal ein bisschen genauer, was er so drauf hat. Und da geht es auch direkt zurück. Okay, muss ich vorher eventuell noch etwas anderes ansprechen? Vielleicht schon, weil ich habe gehört, dass sich jetzt beim Wahlturnier der Bonus, wenn wir ein bisschen weiter hinten liegen, sogar noch mal höher sein kann. Ja, der Bonus, wenn deine Armee im Nachteil ist, erhöht sich mit der Zeit. Der maximale Multiplikator ist 7,5. Wow. Okay, der Inhalt einiger Quests hat sich geändert. Können wir mal auch gleich einen Blick reinwerfen, aber ich wüsste jetzt nicht so genau, ob das jetzt für irgendjemand merklich wäre. Und die auf der Gesamtpunktzahl aller Teilnehmer basierenden Prämien haben sich geändert. Na gut, schauen wir uns das alles an. Auf mehr brauche ich nicht klicken, weil da werden nur die normalen Erklärungen sein, wie das ganze Event funktioniert, aber das haben wir mittlerweile drauf. Kommen wir mal auf die Quests. Wahlturniere. Das sieht gleich aus, das sieht gleich aus. Gewinne einen Kampf, das sieht gleich aus. Ja, ich muss sagen, so auf Anhieb merke ich nicht, was hier in irgendeiner Art und Weise groß anders sein könnte. Okay. Das andere waren ja die Prämien, das sehen wir jetzt wahrscheinlich hier. Oh, da ist auch schon der Turnierbaum. Welchen Charakter unterstützt du? Ich habe lange überlegt und es wird Priscilla sein, weil sie sich in mein Herz gespielt hat. Ja, du hast wirklich mein Pain geeased. Okay, und wie sieht's aus? Wir führen! Woo! Ich habe zwischenzeitlich auch schon gesehen gehabt, dass wir auch mal ebenbürtig und dann weiter hinten waren. Und was heißt das? Sehr wenig Schlaf. Schade, dass so gerade der Bonus nicht erhöht ist. Das heißt, ich werde mir, obwohl ich extra schon vor ein bisschen was eingesammelt habe, keine Flaggen verwenden. Weil die müssen taktisch eingesetzt werden. Woo! Und ich mag mein Team schon. Hallo Cordelia. Und hallo Celisa. Nein, du machst das nicht. Komm wieder zurück dahin. Puh, aber der Gegner ist auch nicht ohne. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich weiß ja nicht. Und ja, sorry, ich kann natürlich nicht richtig Berlinern, aber manchmal rutscht mir irgendwas Komisches an Dialekten in meinem Sprachgebrauch raus. Und nein, nicht der Dialekt ist komisch, wie ich es ausspreche, ist nur komisch. Ah, ja, Hector, du bist hier so ein bisschen im Nachteil. Ich schau mal ganz kurz, wie es denn mit den Werten aussieht. Okay, Celisa will ich, glaube ich, auf den guten Rioma einsetzen. Und Cordelia kann ja versuchen mit dem Pfeil ein bisschen. Ja, aber auf Anhieb würde ich nicht sagen, dass das gut aussieht. Hoffen wir, dass ich jetzt keinen enttäuschenden Kampf zustande bringe. Ich warte einfach mal feige und gucke, wie sich unser Gegner uns nähert. Be happy. Und ich mag den Track voll. Oh, das war jetzt blöd.
Und dann hätte doch bitte überlebt. Nein! Ja, das war selten dämlich. Gefahrenzone nicht angemacht und nicht aufgepasst. So schnell kann es gehen. So, jetzt behalte ich aber hoffentlich einen Überblick. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So ein Schwein gehabt. Gut, dass Celisa so krass ist. Angriff und Geschwindigkeit sammeln. Boah. Lässt mich doch wieder ein bisschen mehr bereuen, dass ich keine Sphären für diese Cordelia ausgegeben habe. Okay. Was mache ich jetzt am besten? Angriff ist wahrscheinlich doof, ja. Mache ich echt einfach mal keinen Charme? Tatsächlich. Ja, Cordelia, dann musst du das wohl alles irgendwie regeln. Ich hoffe, du wirst das überleben. Ja. Okay, und hier sehen wir den ersten Kampf für Priscilla gewonnen. Ich habe nicht wirklich viel dazu beigetragen, weil ich Hector einfach in den Tod habe laufen lassen. Aber danke für Celisa und für Cordelia. Ich hoffe, ich habe mich gut angestellt, sodass niemand böse ist, wenn ich seinen Helden Schaden nehmen lasse. Oh ja, 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 wir kriegen hier ja alles. Oh, Kirito ist auch ein netter Name. Also hast du noch nicht zum Team gehört? Ich schicke dir einfach eine. Und ja, knauserig sparsam. 5. 5 gebe ich mal rein. Und jetzt die ganze Crew. Yay, Freunde! Wisst ihr eigentlich, ob das so gemacht ist, dass wir wirklich nur Seite an Seite kämpfen, wenn wir uns auch für den gleichen Helden entschieden haben zum Unterstützen? Weil eigentlich müsste das ja sein. So sein. Und ja, bei einigen anderen Charakteren habe ich schon mal mehr auf diesem Feld gesehen. Würde mich interessieren, ob ihr da genauere Infos habt. Also ich würde von der Logik her ja schon denken, dass es so ist, aber wer weiß, wer weiß. Okay, wir haben hier ja scheinbar noch andere Prämien. Das wollte ich mir auch noch mit euch angucken. Und ich sehe da jetzt erstmal nicht unbedingt was Neues. Gesang? Ja, nee, hier sind nur Zahlen. Und das unterscheidet sich für mich nicht allzu sehr. Also, keine Ahnung, was da los ist. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, der Part hat euch gefallen und dass ihr auch wieder voll dabei seid, euren Lieblingshelden von den Heilern zu unterstützen. Und ja, ich werde wahrscheinlich für alle, die in Team Priscilla sind, immer wieder mal einen Tweet raushauen, wenn ich selber sehe, oh mein Gott, gerade haben wir Bonus, wir können aufholen. Also, weil es wird wahrscheinlich immer rauf und runter gehen. Ja, da werde ich den einen oder anderen nerven. Ansonsten, ja, sehen wir uns zu den nächsten Parts in den nächsten Runden wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Also bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.